von dem Hund als er von uns. Aber warum ist es so, ey? Ich find's so schlimm. Oh Gott, Leute, ich kann nicht mehr, jetzt geht's wirklich los. Dir gehen die Kleiderbügel aus und mir gehen die Nerven aus. Alter, Leute, versteht ihr das, was ich wir jetzt machen? Gar nicht. Die Dinger hier. Oh nein. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, Freunde. Wir sind gerade dabei, unsere Documents ready zu machen. Was für Documents? Fossil NYC, baby! Yeah, Freunde, wir freuen uns sehr. Wir machen jetzt gerade alles bereit. Wir haben ja so ein bisschen Panik vor diesem Einreisegeschehen hin und her haben wir schon, weil irgendwie da auch random einfach mal Leute abgelehnt werden. Wir belieben jetzt aber, dass das alles klappt. Wir wollen aber vorbereitet sein und deswegen drucken wir alles aus. Wie richtige Almans. Yay! Und ich werde sogar die einzelnen Dokumente, wie jetzt zum Beispiel hier Lufthansa-Nachweis für Frau Mahoney, einzeln mit Büroklammern abstecken und das alles kommt dann gesammelt in eine Mappe. Wow, das ist wirklich so nett. Das ist doch super okay, gut, wir Freunde. Brauchen auf jeden Fall noch vom Hotel. Also ja, du machst jetzt mal gar keinen Stress. Ich habe hier gerade meine Sortierung, Babe. Lass mich jetzt hier mal in Ruhe zu Ende machen. Entschuldigen Sie. Ja, also die kommt hier rein und ja, also wir brauchen noch das. Ja, oh, ja. Ich hätte lieber irgendwas, was nur halb so groß ist, wie so eine kleine Mappe. Weißt du, damit man das einmal knicken kann? Weil wo kommt sowas hin? Hey, in meinen Koffer, mein Handgepäckskoffer. Dafür ist es doch da. Okay. Also diese Frau macht mich kirre, Freunde. Du machst mich kirre, Schatz. Hier kommt jetzt das wichtigste Dokument und zwar unsere Einreisevisumsbestätigung. Für uns alle? Für uns alle, ja. Dass wir alle einreisen dürfen als Group. Hier, Authorization approved, Freunde. Ja, so. Unser Premium-Mittagessen, weil wir absolut nichts mehr im Kühlschrank haben. Hier ist es. Unsere Lieblingspizza ist ja immer mit Rucola und Tomaten und die gab es jetzt hier, aber der Rucola ist natürlich nicht frisch drauf. Das Ganze natürlich ein bisschen... Schmeckt dann gar nichts. Oh nein. Also da müssen wir auf jeden Fall ein paar Gewürze drauf. Oh no, no, no. Also sowas kommt natürlich niemals, kann ja auch gar nicht an deine Pizza rankommen, aber... Quatsch, nein, ist eine Tiefkühlpizza, aber hier so ein bisschen Spice. Ja, Salz, ne? Vielleicht mache ich echt ein bisschen noch nichts. Schmeckt nur noch Teig mit so ein bisschen Käse. Besser mit dem Gewürz? Mhm. Kann man machen, muss man aber auch nicht. Das ist so krass intensives Salz. Salz macht alles besser. Wow. Nein, Salz ist ja voll der Geschmacksträger. Er ist schon leckerer. No. Kann man machen. Ja. Wir haben... Ach, das Ding ist ausgegangen. Wir essen nämlich jetzt gerade unseren Kühlschrank leer. Das war alles, was wir noch da hatten. So, und wenn wir heute Abend schlafen gehen, dann ist es morgen. Ja. Und wenn wir morgen haben, also jetzt nicht gerade, sondern morgen. Morgen, ja. Dann ist es quasi nur noch, wir gehen schlafen und... Gott. Werden dann wach und dann fliegen wir nach New York. Ja, und das wolltest du mir jetzt Wichtiges erzählen. Ja. Ich wollte nur, dass du meinen Gedankengang verstehst, dass wir heute haben, aber morgen ist morgen. Morgen ist morgen und morgen ist morgen, also morgen ohne Sorgen. Guck und dann mal, sind wir schon in New York. Weil das Ding ist, morgen werden wir uns denken, Alter, morgen sind wir in New York. Ja. Morgen denken wir uns um die Uhrzeit zu morgen sind wir um die Uhrzeit in New York. Und wir singen alle zweimal schlafen und dann geht es nach New York. Zweimal schlafen und dann geht's nach New York. Zweimal schlafen und dann geht's nach New York. Zweimal schlafen und dann geht's nach New York. Nur noch eine Nacht mit diesem Jelinski Minsky. Juni, komm her. Komm her. Lass dich knödeln. Wir werden dich vermissen. Zweimal schlafen und dann bist du fort. Nee, morgen ist er schon fort. Heute ist die letzte Nacht, die wir mit ihm verbringen. Morgen Abend geht's zu Oma und Opa. Oh, jetzt haben wir es ihm das erste Mal gesagt. Schatz, komm her. Ich pack dich einfach ins Handgepäck. So, und dann kriegt das niemand mit. Guck mal, Juli, wird es auch ganz leise? Help me! Einfach mit ins Handgepäck, sehr gut. Das wäre so schön. Oh, Baby. Good morning in the morning! Wie geht's euch, Freunde? Es sind noch jetzt genau 24 Stunden, wir sitzen schon in Frankfurt am Flughafen, ne? Boah, ich hab so Magenschmerzen, ich weiß aber nicht warum. Vor Aufregung, ey. Vor Aufregung krieg ich meine Tage, ich kann es nicht erläutern. Also wenn du jetzt deine Tage kriegst? Wäre es kein Drama. Nein? Nein. Freunde, ab jetzt immer viel Eis in den Becher, damit man weniger Milch benutzt. Weil Eis. Ganz like Starbucks. Ja, Eis ist günstiger als Milch, ne? Dann ganz klassisch hier, meine Haare sind wirklich so katastrophal. Ein paar Vanilla-Pumps, so ungefähr 10. Tatsächlich sind das aber in echt so 3. Nee, also, nicht doch, hoch, weil die Pumps doch viel kleiner sind. Bei Starbucks machen die. Und das sind ungefähr hier so. Also 10:3 ungefähr. Guck mal, wie wenig. Junge, das ist so viel. Auf dem ganzen Becher. Ekelhaft. Nee.
Wir sind jetzt hier gerade noch Wäsche am machen, da müssen wir jetzt ganz viel erstmal einsortieren. Spekulieren wir drauf, was die Handtücher haben, ja, ne? Ja, also ein Hotel wird schon, also ich würde sagen, wir können ein großes Handtuch und ein kleines Handtuch als Notfallding mitnehmen. Ach, zur Not holen wir uns da im Walmart irgendwas. Hast recht, Walmart. In Amerika! Im Walmart? Geil! Oh, let's go, Freunde. Das große Packen kann beginnen. Yeah. Also ich werde auf jeden Fall so Kosmetik und so erst morgen früh einpacken, weil ich heute Abend nochmal duschen gehe und oben bis unten ready mache. Wir haben jetzt auf jeden Fall mal alles wegsortiert, was an Klamotten. Okay, da liegt noch ein bisschen, das ist ja, so noch von Kobe. Aber ansonsten haben wir alles wegsortiert. Hier liegen jetzt nur schon mal Sachen, die ich auf jeden Fall irgendwie so mitnehmen möchte. Und wir haben uns gerade überlegt, wir gucken, dass wir schon mal so grob unsere Outfits planen, oder zumindest ich auf jeden Fall, damit ich nicht einfach wieder 20 verschiedene Outfits mitnehme, sondern gezielt, weil ne, wir müssen mit unserem Gepäck gucken. Ich möchte ja in New York auch ein bisschen was shoppen, dementsprechend, ja. Oh, ich bin aufgeregt. Die gehen die Kleiderbügel aus. Die gehen die Kleiderbügel aus und mir gehen die Nerven aus, weil ich irgendwie nicht... Sommerurlaub, kein Problem. Ich nehme einfach ein paar Bikinis mit, ein paar Oberteile. Egal, du läufst eh den ganzen Tag nur im Bikini und Badehose. Und am Ende läuft man eh nur in zwei Outfits. Genau, aber New York ist halt jetzt New York. Ach, im Endeffekt ist es mir auch egal. Ich bin irgendwie aus dem Alter raus, an dem ich sage, ich muss perfekt aussehen, sondern ich will einfach nur warm sein. Außer natürlich trotzdem ein bisschen schön aussehen. Aber ja, wir schauen mal. Sieht schick aus, Schatzi. Nimmst du die mit? Ja. Ja? Natürlich. Okay, oh, oder nicht? Ja, weil die ist halt, also ja, die ist natürlich sehr gut, sehr dick und sehr kräftig, ne? Ja. Aber die hat doch Kapuze und so. Und das ist doch chillig. Nimm die auf jeden Fall mit, sonst ziehe ich die auch mal an. Klar. Und die Weste? Boah, könnte zu viel werden. Ich glaube, die reicht doch bestimmt das, oder? Okay, also nehme ich die auf jeden Fall mit hier, ne? Ich frage mich halt, so nehme ich halt wie im Winter solche dicken Wollpullis mit? Natürlich, aber eigentlich auch nicht. Will ich ja eigentlich nicht. Aber keine Ahnung. Es ist halt 8 Grad da. Da kann alles passieren, ne? Wow! Oh, so, ich wollte gerade sagen, schaut mal, was für ein wunderschönes Wetter ist. Der Himmel und die Wolken und dann dreht man sich so dahin und dann sieht es da so aus. Ja, aber guck mal, es ist so warm, dass ich einfach in Tanktop unterwegs Tanktop unterwegs. Wahnsinn. Wir sind jetzt gerade noch mal kurz los, kurz Pfand wegbringen, der irgendwie einfach random im Auto lag und kurz ein paar Snacks holen und wir haben wirklich absolut nichts mehr zu Hause. Wir haben noch nichts gegessen, noch nichts gefrühstückt, aber wir haben unglaublich Hunger. Deswegen holen wir jetzt schnell was zum Mittagessen. Heute Abend bestellen wir wahrscheinlich irgendwas und dann sind wir ready. So, ich habe mir jetzt was gebastelt und zwar habe ich immer, wenn wir in Urlaub fliegen, so riesen Dosen und Flaschen dabei für Shampoo, Conditioner und so weiter und so fort. Da wir aber diesmal ja so richtig krass auf Gepäck achten müssen und ich definitiv kein Übergepäck will, habe ich jetzt hier so leere Döschen von Cremes genommen, die ich hatte. Habe die einmal ausgewaschen und habe mir jetzt hier so Dinge ausgedruckt, um das dann quasi drauf zu kleben. Ich weiß, sowas gibt es auch theoretisch, glaube ich, ja zu kaufen, aber ich habe es jetzt gerade nicht da. Ich wollte jetzt auch nicht nochmal los, deswegen gebe ich das jetzt einfach hier rein. Die gehen auch nicht so schnell auf, die Dinger hier. Oh nein, jetzt habe ich das so festgedreht. Oh nein, jetzt ist hier der Rest drin. Das ist so typisch ich. Wird schon. Naja. Shampoo. Ich finde nämlich, es gibt nichts Schlimmeres als Shampoo aus Hotels. Boah, das macht die Haare so schrecklich. Ganz, ganz schlimm. Geil. So, meine Damen und Herren, es ist Zeit, Juli. Noch lachst du. Wir müssen deine Sachen jetzt packen. Geht's zu Oma und Opa? Was ist das? Ist das ein Protest? Möchtest du nicht? Ach, mein Knödel. Ich werde dich so vermissen. Oh ja, mein Schatz. Ich wünschte, ich könnte dich mitnehmen in einen kleinen Rucksack auf dem Rücken. Jetzt kommt der unangenehme Teil dieser wundervollen Reise. Wir müssen uns jetzt von Juli verabschieden. Aber warum ist es so, ey? Ich finde es so schlimm. Wir haben hier seine Sachen gepackt. Guck mal, wie Decke. Ist sein Rucksack gepackt. Sein Bär. Und hier ist der kleine Spatz. Und er weiß noch nichts von seinem Glück, dass wir ihn allein lassen. Er wird eine angenehme Woche bei Oma und Opa haben, ne? Ja? Bei Oma und Opa? Oh, Oma und Opa? Er guckt nicht so begeistert. Tschüssi, nein. Wir können dich leider nicht mitnehmen. Du würdest da ganz New York zusammen bellen, ne? Ja, genau das würde ihm gefallen. Guck mal hier. Ja, nehmen wir den noch mit? Ja, den magst du gerne, ne? Den müssen wir Oma sagen. Der muss immer im Garten sein, ne? Und wo ist Spider-Man? Noch was? Größer. Oh, Spidey liegt noch Spidey im Garten. Spidey liegt im Garten noch. Hol Spider-Man, los. Nimm mit. Super, ja, mit. Super. Gut gemacht. So, jetzt kommt das große Wiegen. 23 Kilo dürfen wir. Wir haben gerade gesagt, irgendwie, schaut mal, die eine Kofferseite ist komplett leer. Und hier die bei Kobe auch. Und es ist irgendwie so, wir waren so, hä, was fehlt denn? Weil es kam uns irgendwie die ganze Zeit so komisch vor. Wir haben bestimmt eine Stunde gerade überlegt. Aber es hat ja jeder, da bin ich auch gespannt drauf, wir sind noch nie mit so viel Gepäck geflogen. Weil jeder hat einen großen Koffer, einen kleinen Koffer und halt noch eine Handtasche. Und ich habe gesagt, normalerweise fliegen wir immer nur mit kleiner Handtasche und einem großen Gepäck. Also alles, was im Handgepäck jetzt noch ist, ist sonst im Koffer. Deswegen haben wir so viel Platz. Wenn wir sonst irgendwie
irgendwie Hotelurlaub machen, nehme ich nochmal Badesachen mit oder irgendwas anderes. Ja, genau, Sonnencreme, sowas, ne? Diese ganzen Sachen hat man ja jetzt gar nicht. Naja, auf jeden Fall, wir wollen ja auch ein bisschen vor Ort shoppen, deswegen brauchen wir noch Platz, das ist ganz gut. Aber natürlich auch Gewicht. Und man muss natürlich auch bedenken, dass dicke Klamotten immer schwerer sind als Sommersachen. Deswegen unterschätzt das Gewicht jetzt nicht, ne? Ja, das kann schon sein. Mhm. Man muss jetzt natürlich sagen, bei mir kommt noch meine Kulturbeutel rein. Ja, bei mir auch. Der wiegt ungefähr ein Kilo oder so. Würde ich auch nicht unterschätzen. Du weißt, wie wir viel... Wir machen am Ende ja nochmal Gewicht. Ja, ja, klar. Also ich hatte gerade 100,5. Also darfst du höchstens bei 123,5 sein, was schon schlecht wäre, aber ja, das... Nee, ich muss bei 118 oder so jetzt. Ja, wir schauen mal. Oh! Wow! Siehste! Wow! 116. Das heißt, ich habe richtig viel Kilo. Oh, okay, kannst du meins auch testen? Ja, mach ich. Bei mir ist wirklich schwierig. Wir müssen am Ende testen, glaube ich, bei mir, weil bei mir sind so Sachen wie Schminke, Glätteisen. Oh mein Gott, mein Glätteisen wiegt zu viel. Aber egal, tu trotzdem mal testen. So, nee, deiner war leichter als meiner eben beim Runtertragen. Sicher? Hundertprozentig. Der wird jetzt noch weniger wiegen. Weniger als 116, das wäre ja Wahnsinn. Da kann ich ja so viel shoppen. Oh mein Gott! Wie geil ist das denn? Alter. Boah, ich nehme so Starbucks-Becher mit. Was? Oh mein Gott, 10 Kilo noch, Alter. Hä? Krass. Wie geil ist das denn? So, ich habe mich jetzt gerade fresh gemacht. Ich war duschen, von oben bis unten rasiert und gepeelt. Also ich bin auf jeden Fall ready für New York. Wir haben jetzt auch schon 9:30. Ja, ist schon sehr spät. Ich mache mir jetzt gerade noch Abendessen. Toby ist gerade oben. Er gönnt sich noch einen letzten Abend zocken mit den Jungs, bevor er das jetzt eine Woche nicht mehr machen kann. Ich mache mir jetzt natürlich Nüdlis und dann, ja, werde ich noch was lesen und dann geht's auch schon ab ins Bett, denn um 4 Uhr heißt es wieder aufstehen. Ja, oder 4.30 Uhr, mal gucken. Wir sind eigentlich mit allem fertig jetzt. Koffer sind gepackt, liegen jetzt noch hier offen unten und wir morgen unsere Kulturtaschen noch reinmachen können. Also gerade hält sich die Aufregung noch in Grenzen, aber ich bin gerade eher traurig, dass Juli nicht da ist, weil immer wenn ich mir Mozzarella mache, kriegt Juli das letzte Stück. Jetzt muss ich jetzt essen. Es wird auch wieder so merkwürdig sein, heute Abend schlafen, ohne dass er im Bett liegt. Wir sind abhängiger von dem Hund als er von uns. Alter. Hallo. Du bist so süß, wenn du zockst. Warum? Ich weiß nicht, ich liebe dich. Oh, danke dir. Und du bist immer so am Rumschreien, das ist so lustig. Ja, man muss eine Energie geladen haben. Batz, 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 weißt du? Ah, okay. Ja, voll. Ja, mit den Jungs. Ich lieb's auch, wie du meine Haarspange an deinem Mikro hast. Was ist das denn? Süß. Achso, ja. Dann bin ich mir hier parat, weil du so brauchst. Du bist so süß. Ich hab auch Nivea-Creme. Ja, ich weiß. Taschentücher, ich hab alles für dich. Ich liebe dich. Nasenspray. Ich liebe dich. Und so schnell ist es der Tag der Tage und es geht nach New York! Freunde, es ist 4.24 Uhr mitten in der Nacht und wir müssen jetzt erstmal Prost einen Kaffee trinken, auf dass es jetzt nach New York geht. Verrückt. Erwachsen sind, um früher aufzustehen, um noch einen Kaffee zu trinken. Ja, und jetzt, als länger zu schlafen. Und jetzt alleine nach New York fliegen. Ohne Eltern. Einfach so eine halbe Weltreise machen. Einfach alleine. Alles gepackt. Jetzt geht's nach New York. Es ist alles drin. Ich habe 5 Kilo. Madame hat noch 6 Kilo. Also wir können auf jeden Fall in Amerika ein bisschen was shoppen. Ich will unbedingt in so einem Vintage-Store irgendwas Cooles finden. Deswegen, ich hoffe schon, dass ich ein bisschen was shoppen kann. Aber ja, mal sehen. Oh Gott, mein Ich geh los! Ich kann nicht mehr, jetzt geht's wirklich los. Jetzt ist es irgendwie warm. Oh mein Gott, so. Punkt 6 Uhr. Wir fahren jetzt zu Hans und Vicky, holen die 2 Mäuse ab. Und dann haben wir erstmal noch ein paar Stündchen im Auto, weil wir ja von Frankfurt fliegen und nicht von Köln. Und da fahren wir ungefähr so 1,5 Stunden, 2 Stunden hin. Wir können jetzt schon mal das Navi anwerfen gleich, um zu gucken, wie es aussieht. Aber wir liegen auf jeden Fall toppity top in der Alle meine Mitfahrer time. Kriegen schon wieder eine Panikattacke, weil sie Angst haben vor Stau. Einfach auf der sicheren Seite sein! Einfach auf der sicheren Seite, muss ich nicht immer stressen, ne? Prost euch, Freunde, auf geht's nach New York! Ola, wo reist denn ihr hin? Auch wir? Ja, oh, nach New York bitte! Nach ja, ne, dann schränken sie ein! Alter, Leute, ihr habt nur einen Koffer und ein Handgepäck, Alter, wir einfach so zwei und ihr seid so krass! Alter, Leute, versteht ihr das, was ich wir jetzt machen? Gar nicht. Ich raffe wirklich ich nichts. Ich hab gerade eben zur Hand schon gesagt, so generell, wenn man in Urlaub fliegt, keine Ahnung, jetzt nach Spanien oder so, ist ja. Schon so aufregend. Ja. Aber wenn du weißt, dass es nach New York ja. geht. Ja. Ich check nicht, dass wir danach Relagen laufen in New York. Ich versteh's nicht. Ich kann's mir nicht vorstellen. Das ist ja ein Casual Business Trip. Oh yeah, yeah. It's voll normally. Let's go! Oh my goodness! Wir sind angekommen am Flughafen. Jetzt schauen wir erstmal, wo wir parken. Weil wir tatsächlich unser Auto das erste Mal am Flughafen stehen lassen. Business Parking, da müssen wir doch hin, oder? Ja, leider nicht, schade. Wir haben viele Koffer für 4 Personen, oder? Ja, irgendwie wird das ein bisschen viel. Ah, okay. Okay. Das ist eigentlich das Date. Dann sind sie jetzt dann auch gleich alle eingeteilt. Ja. Wir sind angekommen und drehen jetzt hier noch ein bisschen Content, bevor wir unsere Koffer abgeben. Was machen wir? Wir stehen einfach rum. Ja, wir stehen einfach irgendwie mit den Koffern und dann...
Grenzen so ab oder so. Es ist voll crazy. Wir waren noch nie in Frankfurt am Flughafen und hier gibt es einfach keine Menschen mehr an Schaltern. Also wir finden es eher ein bisschen doof, aber es ist alles jetzt mit Automaten und maschinell und wir konnten uns jetzt selber unsere Tickets ziehen und müssen das jetzt selber dran machen und wir hatten eigentlich noch ein paar Fragen, aber hier ist niemand, den man fragen kann. Naja, wir versuchen jetzt mal hier zurechtzukommen, aber es geht nach JFK. Einfach eingekauft für die ganze Familie bei Tick. Fantastik. Ja, aber wir haben 15 Euro ausgegeben, für das wir richtig Snacks haben. Ich wollte sagen, wir haben jetzt ordentlich Gepäck an Bord. Alles drum und dran. Aber wir kriegen tatsächlich auch Essen an Bord. Ja, das stimmt. Aber wenn wir jetzt irgendwas anderes geholt hätten, hätten wir bestimmt doppelt so viel bezahlt. Ja, schätzen. 9 Stunden Flug, da geht schon einiges in den Magen hinab. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man ja währenddessen auch auf Toilette kann, dann kommen wir wieder Platz schaffen. Okay, reicht. Guys, are you ready? Yes. To rumble. Yes. To rumble. Nice, guys. So we see us in the next vlog in the flight to New York City. Wow. Wow. Lasst einen Daumen nach oben da. Tschüss.